macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Hallo und herzlich willkommen zu LOL Kompakt, dem wahrscheinlich kompaktesten und spoilervollsten Format, seitdem ich endlich mal auf einem Live-Event sein werde. Woo! Nämlich am 29.07. Das ist die Premier Tour, beziehungsweise das Finale. Ja, und die Premier Tour ist ein gutes Stichwort, denn mein Match of the Week diese Woche ist ESG gegen Ad Hoc Gaming. Das Ganze haben wir beim Close Qualifier der Premier Tour gesehen. Ist ein guter Hinblick auf das, was wir in der ESL-Meisterschaft als Finale sehen könnten, war aber auch einfach ein mega geiles Game. Solltet ihr auf jeden Fall nochmal gesehen haben, Link wie immer unten in der Beschreibung. Ab jetzt werde ich euch richtig hart spoilern und wir fangen auch direkt mit der Premier Tour an, beziehungsweise mit dem Closed Qualifier, den wir diese Woche hatten. Da haben wir sowohl die Achtel- als auch Viertelfinalspiele gesehen. Ja, und das krasseste war wahrscheinlich die Begegnung ESG gegen Ad Hoc Gaming. Das erste Game, Ad Hoc, super weit vorne, sah eigentlich richtig, richtig gut aus. Aber dann hat ESG den einen oder anderen Catch landen können, haben die Basis verteidigt und das für mehrere Minuten, obwohl da schon der Nexus offen war, beziehungsweise man an den Nexus-Türmen dran war. Und sie haben es geschafft, sich da nochmal zurückzuarbeiten. Am Ende mit einem kleinen Base-Race, das man nochmal gestartet hat, nachdem man einzelne Ziele rausnehmen konnte. Und ESG mit dem ersten Sieg. Sehr, sehr überraschend. Das Ganze hat natürlich im Best of 3 stattgefunden. Insofern im zweiten Game Ad Hoc, die ja schon im ersten eigentlich vorne lagen. Im zweiten mit einer, wie zu erwarten, eigentlich sehr guten Leistung, haben es da geschafft, das Ganze mit einem 1:1 auszugleichen. In der dritten Begegnung lag man dann sehr lange, sehr nah beieinander und hat es da geschafft, nur einen ganz kleinen Goldunterschied aufkommen zu lassen. ESG insgesamt das Team, was hier mehr Drachen, mehr Objectives bekommen hat. Das größte Problem von Ad Hoc war aber einfach, dass sie nicht genügend Damage-Output hatten gegen Soraka Mundo. Na, die Kombo, die ESG da gewählt hat, war einfach zu stark. Sie konnten sich sehr viel Zeit lassen. Selbst wenn Katos sehr viel DPS hat, du hattest halt keinen richtigen AD-Carry oder irgendjemand, der Mundo wirklich hätte gefährlich werden können. Damit ESG hier mit dem 2:1 Sieg, eine sehr, sehr geile Begegnung, auch mit einem wunderbaren Cast, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken. Damit sind die Teams, die weitergekommen sind, ESG, die gegen Equilibritas eSports antreten werden und Maus, die dann gegen Big nochmal ran müssen, also ähnlich wie bei der letzten Premier Tour. Die findet natürlich am 29.07. statt, diesmal in Berlin, Leute, das heißt, da können alle Leute, die in Hamburg nicht dabei sein konnten, gerne nochmal vorbeischauen. Wir haben die Links zu den Tickets natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wird ein richtig geiles Event, denn diesmal bin ich auch mit am Start. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Das wird mein erstes richtig großes Offline-Event. Außerdem das Finale vom King of Spandau. Also eigentlich was ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Es werden diesmal alle vor Ort sein. Wird ein richtig krasses Event. Praktisch in der Halle, wo damals The Main war. Kommt auf jeden Fall vorbei, Leute. Lasst es euch nicht entgehen. Ich war damals bei The Main ziemlich traurig, dass ich nicht dabei gewesen bin. In der LCK haben wir tatsächlich ein Kingzone gesehen, was auf den Rift Rivals schon nicht so gut performt hat und in dieser Woche auch an die alten Leistungen nicht wirklich anknüpfen konnte. Sie haben zwar gegen MVP gewonnen, gegen Jinjak Green Wings, die aktuell aber eigentlich im Pflichtsieg sein sollten, musste man auf die komplette Distanz gehen. Ein 2:1 am Ende für Jinjak, die damit immerhin mit SKT so langsam aber sicher gleich aufziehen. Trotzdem, ne? Kingzone scheint aktuell zu schwächeln. SKT haben es in dieser Woche auch nicht geschafft, weiter nach vorne zu kommen. Die mussten tatsächlich zum ersten Mal seit langem eine Niederlage gegen Hanwha bzw. ROX Tigers hinnehmen. Das Ganze war super gespielt von Hanwha, da kann man auf jeden Fall sagen, der Sieg ist verdient. Trotzdem, SKT, die Chancen auf die Worlds oder auch einfach nur in die Playoffs zu kommen, die ist sehr, sehr gering aktuell. Hanwha, Africa Freaks und KT teilen sich inzwischen Platz 4. Auf Platz 2 haben wir dann Kingzone und Gen.G, die immer noch Top-Teams sind. Aber Kingzone, wie schon gesagt, scheint aktuell so ein bisschen zu schwächeln. Auf dem ersten Platz Griffin, die immer noch sehr gute Leistungen bringen. Sie haben zwar nicht mehr die Möglichkeit für den Perfect Run, ja, man hat eine Niederlage, aber zumindest in dieser Woche hat man wieder alles gewonnen. In der EU-LCS hatten wir eigentlich das Battle, was inzwischen als gutes Finale für den Summer Split angesehen werden kann, nämlich G2 gegen Misfits, na, die Samurais gegen die Herbalipurps. Und das war auch ein ziemlich, ja, bezeichnendes Spiel, kann man sagen. In den ersten 20 Minuten ist so gut wie nichts passiert. Beide Teams recht ausgeglichen unterwegs, nur ein ganz, ganz kleiner Goldvorsprung. Und auch wenig Kills. Na, die Teamcom von Misfits war aber gerade mit Xayah Rakan, Mundo, Sejuani etwas besser für den Teamfight, auch für Scaling ausgelegt. Na, Yasuo in der Mitte hat später recht gut eigentlich die Zoe gekontert. Und so hat man das Ganze auch aufgrund der Drachen, der Objectives, die man sich sichern konnte, am Ende gewinnen können.
Man ist einfach nicht wirklich am Mundus der Charlie vorbeigekommen und Misfits hat die Teamfights einfach solide runtergespielt. Trotzdem muss ich sagen, hat G2 gutes Potenzial, wenn sie im Finale gegen Misfits antreten sollten, das Ganze zu gewinnen, weil das ja nicht im Best of One stattfinden würde. Also da kann der Taktik T-Rex vielleicht auch nochmal seine Brillanz, ja, wenn es ums Pick und Bann geht, um die Strategien geht, nochmal mehr ausüben. Ansonsten haben wir in der ULCS nach diesen beiden ersten Plätzen immer so Grüppchen. Na, Fnatic aktuell mit Vitality gleich auf, dadurch, dass Fnatic in dieser Woche gegen die Geheimwaffe von EU auf den Rift Rivals, also Splice, verloren hat. Direkt danach kommen dann Rocket und Schalke, dann haben wir Splice, die mit Unicorns of Love aktuell gleich auf sind. Dann kommt Giants und ganz am Ende, wer hätte es gedacht, H2K immer noch ohne Win. In der NALCS geht es aktuell immer noch so ein bisschen drunter und drüber. Die hängen gefühlt in der Meta immer hin und her, haben inzwischen eine 100%ige Pick- und Bun-Rate für Heimerdinger. Und das, obwohl er am Samstag, glaube ich, jedes Spiel verloren hat, in dem er dabei war. Trotzdem muss man sagen, gibt es hier immer mehr Potenzial, dass auch Underdogs gewinnen, was ja in der EU-LCS nicht ganz so zu sein scheint. Zum Beispiel in dieser Woche hat man sich da wieder auf Seiten von Golden Guardians durchsetzen können, die im letzten Split ja sehr weit unten in der Tabelle angesiedelt waren. Für die sieht es aktuell wesentlich besser aus. Für Sneaky und Jensen sieht es mittlerweile auch wieder besser aus. Die sind inzwischen wieder im Main-Roster von Cloud9 dabei. Da wird man Smoothie wieder auf die Ersatzbank geschickt. Also man rotiert ein bisschen durch, was aber auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Man ist zwar immer noch ganz hinten, na, zusammen mit Optic Gaming teilt man sich da den letzten Platz. Aber trotzdem ist es halt gut für die Teams, wenn sie ein bisschen flexibel sind. Dann können sich die Gegner nicht so gut anpassen. Du hast auch später mehr Möglichkeiten, wenn die Meta mal wieder shiften sollte. Die Idee ist gut. Nur in der Umsetzung hapert so ein bisschen. An der Spitze der Tabelle haben wir aktuell Team Liquid, Echo Fox, 100 Thieves und CLG, wobei Echo Fox immer noch so ein paar Probleme hat, wie wir auf den Rift Rivals schon gesehen haben. Dann auf Platz 5 haben wir nochmal so einen großen Haufen an Teams, Clutch Gaming, TSM, Golden Guardians, die inzwischen dabei sind. Das alles mit FlyQuest zusammen. Ja, und dann, wie schon gesagt, das Ende der Tabelle. In der LPL hat sich in dieser Woche nicht so viel geändert. Die hatten auch recht wenig Spieltage. Verhältnismäßig RNG immer noch auf Platz 1. Dann kommen JD Gaming, die sich inzwischen den Platz mit Invictus teilen. Am Ende der Tabelle hat man jetzt auch LGD und Vici Gaming, die sich einen Platz teilen müssen. Auch Gruppe B sieht jetzt nicht so ungewöhnlich aus. Rogue Warriors auf dem ersten Platz, EDG auf dem zweiten, wobei sich da durchaus noch was ändern kann. Auch Snack Esports auf dem dritten Platz sehr, sehr nah dran. Ja, und die anderen Plätze, oh mein Gott, Afro, na, die sind alle ziemlich abgeschlagen eigentlich. In der LMS wird es in dieser Woche dann wieder ein bisschen spannender. Die haben die Flashos, die gegen das Mad-Team ran müssen. Also beide Erstplatzierten im direkten Battle aufeinander. Ja, und das sollte ein ziemlich krasses Battle werden. Auch die beiden Drittplatzierten, Hong Kong Attitude und das J-Team, die können sich da nochmal battlen und haben auf jeden Fall noch Möglichkeiten aufzusteigen. Dann haben wir natürlich noch das beste Turnier der Welt, den King of Spandau. Und in dieser Woche war das Spandauer Inferno endlich mal wieder komplett zusammen als ein Team. Und Maxim hat es sehr schön ausgedrückt, auf Kevin und Tim ist Verlass. Die beiden haben teilweise das Team wirklich im Game gehalten, gecarried. Und insgesamt hat das Spandauer Inferno sich mit einem 3:0 durchsetzen können. Die Aussichten auf den 29.07., also auf das Offline-Finale, sehen also ziemlich gut aus. Na, entweder sehen wir dann ein richtig krasses Finale oder ein Stomp. Ich finde beides eigentlich sehr unterhaltsam. Und insofern würde ich euch empfehlen, natürlich da auch vorbeizuschauen. Links zu allem findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und das nächste Thema ist die ESL-Meisterschaft. In der ESL-Meisterschaft hat sich in dieser Woche nicht so viel verändert, muss man sagen. Alle Positionierungen sind gleich geblieben. Und das, obwohl wir Spiele hatten. Die sind nur alle so ausgegangen, wie man es eigentlich den Positionierungen der Teams entsprechend erwartet hätte. Wir haben auch ein Battle von Ad Hoc gegen Big gesehen. Das war ein 1 gegen 1. Da hat man also gezeigt, Big auf jeden Fall mit einer Menge Potenzial. Das interessanteste Match würde wahrscheinlich jetzt in der nächsten Woche kommen. Na, ESG gegen Maus könnte nochmal für die Positionierung entscheidend werden. Da halte ich euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Ansonsten war es das für diese Woche mit LoL Kompakt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss mal gucken, dass ich das Video nicht zu lang werden lasse. Wir haben jetzt inzwischen so viele Turniere und Events. Na, da wird das ein bisschen knapp. Trotzdem hoffe ich, dass es nicht zu lang ist. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen wunderbaren Tag. Folgt mir auf Social Media. Eigenwerbung muss auch mal ein bisschen sein. Alle wichtigen Links sind in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt, Vorschläge, Kritik, was auch immer, gerne in die Comments. Ich lese mir immer alles fleißig durch. Haut da rein. Bis demnächst. Euer Bart. Alle wichtigen Links findet ihr... Links? Alle wichtigen Links findet ihr in der Videobeschreibung. Oh, schön, eure Videobeschreibung lecken. Geil! Was ist das komische Ding? Ah, hier. Wow. Ich habe mir das irgendwie cooler vorgestellt.